Moin, ich bin Nils von SLS und heute stellen wir mal die in Frage kommenden Batterietypen für einen Mercedes R107 vor und zeigen, warum Größe nicht alles ist. Ich habe hier mal vier Starterbatterien, zwei große, zwei etwas kleinere. Die kleineren sind für die Fronteingebauten und die großen für die im Heck eingebauten. Zudem habe ich hier mal den Batterieboden für den Fronteinbau samt dieser Halterung. Da kommen wir gleich noch zu. Und hier kann man mal den Deckel sehen. Schon anhand der Größe lässt sich da ablesen, das kann nur für die Heckbatterien sein. Das Problem, was wir an diesem Auto vorgefunden haben, nämlich der zerbrochene Deckel der Batterieabdeckung, ist wohl dem geschuldet, dass die üblichen am Markt verfügbaren Batterien für dieses Auto oder die für dieses Auto angeboten werden, einfach im Höhenmaß zu groß sind. Was wir in diesem Auto vorgefunden haben, hat eine Batterieabmessung von 350 mm zu 175 mm zu 190 mm in der Höhe. Das sorgt dann dafür, dass der Deckel stramm auf der Batterie aufliegt und damit auch, wenn das dann unter Spannung gesetzt wird, indem man die Bügel da drüber zieht, dann dazu führt, dass der Deckel dann eben zerbricht. Idealerweise wäre eine Batterie, die keine größere Höhe als 175 mm hat, gibt es auch am Markt, wird nur seltener angeboten. Unsere Empfehlung ist daher, achte darauf, dass das Batteriehöhenmaß die 175 mm nicht überschreitet, um zu verhindern, dass der Deckel dabei zu Bruch geht. Bei den fronteingebauten Batterien gibt der Batterieboden das Maß vor, das benötigt wird. In dem Fall 275 mal 175 mm. Die Höhe von 190 mm ist hier noch nach oben variabel, zumindest ein Stück weit. Auch in der Länge ist wohl maximal 295 mm das, was man hier in diesen Boden noch reinbekommt. Aber standardmäßig haben wir jetzt die 55 Ampere-Stunden Batterien oder die 66 Ampere-Stunden Batterien in diesen Maßen vorgefunden. Bei den fronteingebauten Batterien ist die Befestigung der Batterie über den Sockel gegeben. Das heißt, diese Bezeichnung B13 sagt, dass die Batterie unten einen Rand haben muss, damit diese Klemmvorrichtung funktioniert. Ganz entscheidend bei Batterien sowohl Front- als auch Heck eingebaut ist, dass der Batterie-Pluspol immer rechts sein muss. Ganz wichtig. Das war's. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Informationen für euch dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn. Tschüss.